Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man so eine coole Hollywood-Schaukel bauen kann, die ihr hier auch seht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit dem Tutorial. Das erste, was wir machen, ist, wir platzieren einen Block, den wir später wieder wegmachen. Und dann nochmal so ein paar Blöcke. Und dann können wir nämlich auf der Hinterseite davon schon mal die Rückseite von der Schaukel quasi anbauen. Dafür nehmen wir ganz normale Fence-Trapdoors, beziehungsweise Fichten-Trapdoors. Und dann haben wir das schon mal soweit. Das nächste, was wir machen, ist, wir platzieren dann hier und da jeweils einen Turm, der zwei Blöcke hoch ist. Dann hier oben auf die mittlere nochmal mit Shift und Rechtsklick noch einen Block. Die machen wir dann später auch wieder alle weg. Was wir dann machen, ist, wir platzieren hier auf die obere Seite vom zweiten Block jeweils eine und dann auf die obere Seite vom unteren Block nochmal eine und dann hier in die Mitte auch nochmal eine. Dafür wieder Shift, Rechtsklick gegen die andere Trapdoor. Und dann müsste das Ganze ungefähr so aussehen. Was wir dann machen, ist, wir platzieren hier auf diesem Block auch wieder ans obere Ende eine ganz normale Trapdoor oder eine ganz normale Falltür aus Eiche. Und dann sollte das in etwa so aussehen. Und dann können wir die Blöcke hier schon mal wieder alle wegmachen. So. Denn wenn wir die jetzt umklappen, dann sieht das so aus, als würde das hier eben zu einer Schaukel werden, aber das machen wir später. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir bauen erstmal so ein kleines Häuschen drumherum. So platzieren wir dann hier und hier jeweils drei hoch Zaun, und zwar dann den ganz normalen Fenstzaun, den Fichtenzaun, und platzieren dann hier oben in der Mitte nochmal eine Zauntür. Das Ganze hier dann auch nochmal. So. Und dann in der Mitte, wie gesagt, die Zauntür. Und dann machen wir so ein kleines Dach darüber, einfach dann hier oben Treppen raufsetzen. Ganz auf der anderen Seite auch nochmal mit Treppen schnell. Und natürlich könnt ihr hier wieder die Blöcke benutzen, die ihr möchtet. Ihr müsst natürlich nicht das Farbschema benutzen, was ich hier jetzt hier nehme mit dem ganzen Fichtenholz. Aber ja, ich mach's halt so. So, dann machen wir hier oben noch das Dach mit Halbstein zu und dann sollte das in etwa so aussehen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir nehmen ganz normale Rails, also ganz normale Schienen, und platzieren die wieder mit Shift-Rechtsklick auf diese Falltür, auf diese und auf die oberste. Dann verbinden die sich nämlich so und dann können wir nämlich die auf der obersten wieder wegmachen und da dann stattdessen Eisenzaun hinstellen oder Eisengitter quasi. Und dann klappen wir diese beiden nur noch runter und schon haben wir die Hollywood-Schaukel. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Schaukel in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Schaukel. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.